Kann man Industrie 4.0 mit dem Aufbau eines Energiemanagementsystems kombinieren? Diese Frage kläre ich nun mit Claudio Ferreira von Amazon Process Management. Bei dem Unternehmen ist er als Business Development Manager Energy and Process Optimization tätig. Herr Ferreira, welche Anforderungen stellt Industrie 4.0 in der Prozessindustrie an Messtechnik? Die Anforderungen gehen dahingehend, dass Daten, die die Messgeräte aufnehmen, im Grunde genommen für jedermann verfügbar ist, grenzenlos innerhalb dieses Unternehmens und dass halt die Daten auch entsprechend interpretiert werden. Das ist so die Anforderung für Industrie 4.0, wie wir sie von dem Kunden bisher zugetragen bekommen haben. Um die für Industrie 4.0 notwendigen Messwerte zu generieren, hat Amazon Process Management die Pervasive Sensing Architektur entwickelt. Herr Ferreira, was steckt hinter diesem mächtig klingenden Begriff? Pervasive Sensing ist die Idee, dass man halt smarte Sensoren, die man flexibel einsetzen kann, das Schlagwort Wireless Heart sind halt Sensoren, die sie flexibel mal eben im Prozess einbringen können von außen, kombiniert mit modernen Kommunikationsprotokollen, gepaart mit intelligenten Algorithmen, dass man halt die Daten nimmt, aggregiert und dem Anwender zur Verfügung stellt mit den Aussagen, die er braucht. Das ist Pervasive Sensing und Pervasive Sensing beschränkt sich nicht nur auf Energie, sondern genauso für Verfügbarkeit, Prozessdaten, Sicherheit, wo sie halt teilweise mit den gleichen Sensoren verschiedene Facetten dieser einzelnen Themen abdecken können. Das haben wir jetzt schon gesagt, mit Pervasive Sensing kann ich Prozessdaten erheben, ich kann die Zustandsüberwachung machen, ich kann Daten im Sicherheitsbereich auch erheben, also Sicherheit, Umwelt, Gesundheit. Energiedaten, wie sieht es damit aus? Das geht auch. Energiedaten geht auch und das geht halt, ist dann der nächste Schritt. Bisher hat man eine Durchflussmessung gehabt, um Energieströme halt zu messen. Da hat man gesagt, okay, das ist Wert A. Durch diese Pervasive Sensing Technologie ist man, wie ich eben schon sagte, flexibler in der Installation im Prozess. Und mit diesem intelligenten Protokoll Wireless Heart wird nicht nur der Messwert an sich mit transferiert, sondern zusätzliche Diagnosedaten. Und die kann man halt fürs Energiemanagement dahin nutzen, dass man direkt mit dem Datenpaket, was man da bekommt, den Messwert validieren kann. Kann man jetzt also diese Pervasive Sensing Architektur auch zur Erhebung von Energiedaten nutzen? Die Pervasive Sensing Architektur kann man sehr gut für Energieströme zu messen und zu benennen. Der Vorteil halt ist im Grunde genommen, die smarte Sensoren man relativ flexibel in den Prozess einbringen kann, mit wenig Aufwand, keinen Verkabelungsaufwand durch die Wireless Heart Technologie. Durch das moderne Kommunikationsprotokoll wird nicht nur der Messwert übertragen, sondern auch direkt ein Datenpaket, mit dem Sie den Messwert direkt validieren können, wo man später dann nicht mehr Energie reinbringen muss, um die Messdaten zu validieren. Das wäre jetzt ein Vorteil für die Energiestromerfassung. Nochmal ganz konkret, wie unterstützt die Pervasive Sensing Architektur den Aufbau eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001? Für die 50001 ist eigentlich immer die Anforderung, gewisse Einsparungen, gewisse Zustände in der Anlage zu dokumentieren. Durch diese Pervasive Sensing Strategie wird der Messwert aufgenommen, in bestimmten Apps, nennen wir sie mal, entsprechend aggregiert und auch dokumentiert. Das heißt, Zustände in der Anlage des mehr oder weniger Verbrauchs, Energieeinsparungen sind komplett protokolliert, direkt dokumentiert, sodass man zu bestimmten Perioden und Intervallen kann der zuständige Energiemanager auf Knopfdruck diese Daten direkt protokolliert aus dem System rausholen. Und das ist eine Möglichkeit, wie man vielleicht das Tagesgeschäft des Energiemanagers ein bisschen unterstützen kann. Ein wichtiger Punkt bei der energetischen Optimierung von Prozessen ist ja beispielsweise die Überwachung von Kondensatableitern. Welche Möglichkeiten und Vorteile bieten hier smarte Sensoren in Kombination mit der Pervasive Sensing Architektur? Wenn wir uns die Kondensatableiter in den Betrieben angucken, ist es ja so, dass sie mit unterschiedlichen Technologien den Zustand eines Kondensatableiters erkennen können. Das heißt, es sind immer Rohwerte, die sie dann vergleichen müssen und analysieren müssen. Wir paaren das Ganze mit dem Algorithmus. Das heißt, der Algorithmus sagt den Anlagenpersonal oder denjenigen, der es benötigt, nicht, was die Temperatur oder die Akustiksignale drin, sondern den klassischen Zustand ist in Ordnung, ist kaputt und ist kaputt, weil. Ja, und das ist halt dieses Zusammenspiel, ermöglicht uns halt das Ganze besser zu optimieren. Das ist halt Sensoren mit Algorithmen zusammen, Pervasive Sensing, flexibel einsetzbar. Herr Ferreira, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Herr Lehmann.